Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 4, systematisches Bibliografieren. Wie viele Titel muss ich ins Literaturverzeichnis meiner Hausarbeit aufnehmen? In der germanistischen Linguistik hat man das große Glück, auf die Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft zugreifen zu können. In insgesamt 38 Bänden finden Sie bestimmt einen Einstieg in Ihr Thema und relevante Literatur. Für das systematische Bibliografieren stehen Ihnen zweitens die Germanistik, ein internationales Referatenorgan, und die Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft zur Verfügung. Hier werden nicht nur Monographien, sondern auch Aufsätze zu einem bestimmten Thema seit 1960 bzw. 1945 gelistet. Zwei Probleme gibt es. Beide Bibliographien fassen je für sich nicht den gesamten Literaturbestand und müssen immer beide konsultiert werden. Zum anderen sind sie nicht tagesaktuell. Um aktuelle Titel zu einem Thema zu finden, bietet sich unter anderem deshalb drittens ein Weg zum Zeitschriftenregal an. Allerdings können die Inhaltsverzeichnisse vieler Zeitschriften heute bequem als RSS-Feed abonniert werden. Fangen Sie am besten heute damit an. Die RSS-Feeds zu ausgewählten Zeitschriften sind im Kommentarbereich angegeben. Es ist also nicht die Frage, wie viele Titel Sie für Ihre Arbeit benötigen, sondern dass Sie aus der bibliografierten Literatur die relevante auswählen.